Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part von OMSI 2. Ja, wir spielen heute auf Krefrath die Linie 59 nach Krefrath-Fischelmarkt. Und ja, Minimap ist natürlich auch wieder am Start, Leute. Und ja, wir setzen uns jetzt einmal in den Bus. Ah ja, wir fahren den O530 Facelift, das ist doch diese eine Variante. Jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist auch sehr schön. Auf jeden Fall hat diese Variante doch hier diese Erhöhung. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig, wie das hieß. Guten Abend, und da ist auch schon der erste Fahrgast. Das ist natürlich sehr gut. Ja, die Linie dauert 15 Minuten, also das wird genau ein Part sein. Und wir stellen einfach mal die Zeit ein bisschen vor. Wie viele Minuten haben wir noch? 12, also 42 geht's los. Stellen wir mal auf 41. Jetzt sind es nur noch 3 Minuten. Okay. Wir hoffen, es kommt noch jemand, aber ich schätze mal nicht, dass noch jemand kommt. Wie wir auf der Minimap auch schon sehen, ist die nächste Halte Borkuner Straße. Die Ansagen habe ich jetzt mal nicht aktiviert, weil ich mich mit diesem Ibis hier leider nicht auskenne. Was ich sehr schade finde. Ich muss mich da nochmal ein bisschen mit befassen, wie das geht. Jedes Ibis ist ja anders, leider. Von daher, ja. Aber ich kriege den Dreh schon irgendwann raus. Wir machen mal zu. Ja, ich hoffe, der Sound hier ist laut genug. Aber wir fahren dann jetzt mal los. Und müssen auch schon direkt abbiegen. Und er hat den C2 Blinker-Sound. Sehr schön. Gut, fahren wir mal los. Wie viel dürfen wir denn hier fahren? Weiß ich gar nicht. Ist ja auch eigentlich uninteressant, Leute. Weil wir spielen ja hier OMSI und wir sind ja nicht im Real Life hier unterwegs. Von daher kann man auch ruhig mal ein bisschen Gas geben hier. Und wir spielen ja nicht BBS, wo es Blitzer gibt. Ne? Das wäre ja auch, ehrlich gesagt, eine Schande, dass wir jetzt hier noch geblitzt werden. Von daher. Und da wollen auch schon zwei einsteigen bei der Burkunder Straße. So, hoffentlich sind sie so freundlich und sagen Hallo. Genau. Ist doch schon mal ein guter Anfang, dass die Leute Hallo. Sich da reinbangen. Hallo. Guten Tag. Und wir können weiter. Und wir müssen geradeaus. Ja, was machst du denn hier Schönes? Wie wär's mal mit Blinker setzen, mein lieber Freund? So. So wie ich das jetzt mache. Genau. So, nächste Haltestelle ist, ich kann das da jetzt leider nicht lesen, aber Scholfenstraße. Oh, wir haben Vorfahrt 8. Das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen hier umschauen. Guck, da kommt auch schon die erste lahmarschige Karre. Wird das heute noch was? Ich glaube, er will mich vorbeilassen. Dankeschön. ...50 ist hier erlaubt, also fahren wir mal 50. So. Genau. Hinten haben wir eine rote Ampel, aber vorher kommt natürlich noch die Haltestelle, wo auch wieder eine Menge an Leute einsteigen wollen. Wunderbar. Bitteschön. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Tag. Oh, wir haben ein bisschen Verspätung. Wir sollten mal ein bisschen was reinhauen. Und wir müssen abbiegen. Und wir haben eine grüne Ampel. Also das heißt, wir können einmal hier durch. Und wir dürfen 50 hier fahren. Seitdem ich irgendwie BBS spiele, achte ich auch mal auf die km/h-Zahl. Und ich erwähne die auch gerne. Also wir können auch im nächsten Part, also wir haben ja jetzt eigentlich Krefrath durch. Das ist ja jetzt die letzte Linie, die wir fahren. Danach können wir auch mal im BBS spielen. Wer mich wissen möchte, wo ich angestellt bin im BBS. Ich bin bei der Stadtverkehr AG angestellt. Und da ist gar keiner, alles klar.
Und ja, wenn ihr da auch mal beitreten wollt, also ich finde, die Leute sind da echt sehr nett, also echt guter Support und ich kann den Busbetrieb einfach empfehlen. Der Eschi, das ist der Inhaber, der kümmert sich echt um alles. Also damals, wo ich mal Probleme hatte mit irgendeinem Bus, weil er bei mir nicht funktionierte, hat er gesagt, komm, wir reden mal über Skype, zeigst mir mal, was dein Problem ist. Und habe ich ihm mein Problem gezeigt und er hat sich direkt um gekümmert, über TeamViewer. Was natürlich jetzt übertrieben war, natürlich, aber er konnte mir natürlich helfen. Und ich hatte danach kein Virus auf meinem Computer. Von daher, das ist echt guter Support da und die Lohnabgabe ist da 30%. Kann man auch überhaupt nicht meckern. Also bei ihm hast du schon richtig gut Geld. Ja. Das nur mal so am Rande. Nächste Haltestelle ist Alt-Zechenstraße, okay? Und da ist die Polizei, also das heißt, wir müssen uns hier schön an Regeln halten. Das machen wir auch am besten mal. Sonst, das wäre eigentlich auch cool für Omsi, ne? So eine Polizeijagd. Naja, gut, das würde wieder vom Spielerlebnis abweichen, glaube ich. So, hier möchten welche einsteigen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Wieso sagt der eine guten Tag und der andere guten Abend? Kann mir das mal bitte schön jemand sagen? Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit Realismus zu tun. Man weiß es nicht. So, nächste Haltestelle ist Lorenzgasse. So, jetzt bin ich ja mal der Ansagensprecher, da die Ansagen ja leider bei diesem Bus nicht funktionieren. Der Bus ist ja auch. Wann ist der Bus eigentlich erschienen? Ich glaube, das ist schon ein halbes Jahr her, aber. So lange habe ich auch schon gar nicht mehr Let's Played, glaube ich. Nee, das letzte Mal war vor 3 Monaten, habe ich Omsi Let's Played. Da wollte ich ihn eigentlich schon vorgestellt haben, den Bus. Aber, jo. Das hat dann wohl doch nichts gebracht. Und wir spielen ja diesmal schön am Abend. Genau, danke, guten Abend. Sie hat mir das Wort schon abgenommen. Das ist sehr nett von Ihnen. So, jetzt müssen wir abbiegen. Mal gucken, ob hier jemand kommt. Sieht nicht so danach aus. Da kommt jemand? Nein. Kann auch nicht. Und wir haben einen Haltewunsch. Kölner Straße ist die nächste Haltestelle. So, wir haben hier Vorfahrt. Zack. Und das war schon direkt die Haltestelle. Wie ihr ja bereits vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich einen neuen Prozessor und eine neue Grafikkarte. Ich hoffe, es ist jetzt mal alles etwas Hallo. flüssiger hier geworden. Guten Abend, guten Tag. Ich hoffe, das ist jetzt echt alles hier flüssiger geworden für euch. Also ich finde, es läuft schon mal besser, aber ob die Aufnahme jetzt besser geworden ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht bewerten. Das kann ich erst im Nachhinein sehen. Aber ich hoffe, es läuft ganz gut. Das hoffe ich mal. So, nächste Haltestelle können wir jetzt leider noch nicht sehen. Und wir haben einen Haltewunsch. Werst S ist die nächste Haltestelle. Ach so, das ist da, wo wir uns wieder wenden müssen. Finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht worden, dass es auch mal so Straßen gibt, wo man sich wenden muss. Und wir haben hier 30er-Zone. Wir fahren viel zu schnell. Ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr hier diesen Sound von dem Bus findet. Also ich finde, der ist eigentlich ganz realistisch gemacht worden. So, hier sieht es auch wieder aus wie so ein Bahnhof. Wir müssen uns das ja jetzt alles hier mal schön angucken, weil wir sind ja jetzt das letzte Mal auf Krefrath und ich muss hier rein. Und wir haben ja einen Haltewunsch. Hier ist zwar keiner, aber wir haben einen Haltewunsch. Und einmal um den Kreisverkehr herum. Nicht zu so schnell, nachher wird hier wieder gemeckert. Das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Der Wert der
Ja, da haben wir es schon. Da haben wir es schon, Leute. Omsi, ich finde, Omsi ist einfach zu empfindlich in der Reaktion. Weil, naja gut, man weiß jetzt natürlich nicht, wie es sich in Real Life so anfühlt, aber ich finde, das war jetzt eigentlich nicht schlimm, dass ich ein bisschen um den Kreisverkehr gefahren bin. Also da würde es in realistischen in Realismus würde keiner meckern. Das ist jetzt mal so meine Meinung. Ich finde, das ist aber auch so. Da würde echt gar keiner meckern. Auch wenn man manchmal hier so macht. Mal ein bisschen Gas und dann wieder vom Gaspedal runter. Und das immer viel mal hinterher. Da meckern ja auch alle rum. Eieiei, hier sind ja eng, ey. Aber es geht noch. Ja, das geht noch. Und da haben wir wieder eine Haltestelle. Aber kein Haltewunsch. Aber hier will wieder Oma Gerda einsteigen. Guten Abend. Guten Abend. So, und wir müssen jetzt abbiegen. Müssen wir so oder so, weil da hinten... Nee, das ist eine Einbahnstraße. Da könnten wir normalerweise auch lang. Aber wir fahren jetzt mal schön hier lang, weil hier müssen wir ja auch lang. Und wir haben immer noch ein bisschen Verspätung. Aber wir sind noch gut in der Zeit. Nächste Haltestelle ist Kopernikus-Gymnasium oder so. So, weiter geht's. Und hier ist direkt schon wieder eine Haltestelle. Mein Gott, hier wollen aber heute viele einsteigen. Lecco mio. Hallo. Hallo. Abend. Guten Abend. Ja, sicher. Grüße. So, zu damit. So, weiter geht's. Nächste Haltestelle ist Werster Weg. Okay, die ist auch nicht weit entfernt, die Haltestelle. Hier in meiner Gegend sind auch viele Haltestellen nebeneinander. Ich frage mich echt, wofür das gut sein soll, dass es so viele Haltestellen an einem Punkt gibt. Das finde ich manchmal echt unnötig, weil die Leute können ruhig mal ein bisschen latschen, ey. Aber pff, wenn ihr das schon so wollen, ne, dann bitteschön. Hallo. Ich weiß gar nicht, muss ich Fahrgast... Oh, ich sollte mal das Fahrgastlicht anmachen. Auch gut. Weil es wird langsam ein bisschen dunkel, ne? Aber dass sich noch keiner beschwert hat, das wundert mich ehrlich gesagt schon. Sonst beschweren die sich immer bei mir. Und wir haben einen Haltewunsch. Kommen wir auch mal zum Thema meine Website. Ich werde so im August, September, werde ich mir sehr wahrscheinlich eine Domain kaufen oder mieten, die jetzt nicht mit .jimdo ist oder so, sondern mal so eine richtige Website, weil ich habe gesehen, die Preise sind noch nicht mal mehr so teuer. Da habe ich mir vielleicht mal gedacht, mache ich das mal und dann werde ich auch von Jimdo weggehen. Also Jimdo werde ich mich dann von fernhalten, weil ja, das ist ein Baukasten, damit kannst du nicht wirklich viel mit deiner Website anstellen. Von daher, dann wird es auch mal ein paar bessere Futures auf meiner Website geben. Da würde ich mich auch mal noch mal bedanken bei dem Nico, der mir das vorgeschlagen hat. Das finde ich sehr nett von ihm. Und ja. Das finde ich auch mal blöd, ne? Dieses Altfenster, das vergesse ich immer wegzumachen hier unten. Weil ich bin das irgendwie... Ich sehe das gar nicht. Ich finde, das stört gar nicht. Viele sagen immer, das stört. Das Altfenster, aber mir fällt es ehrlich gesagt gar nicht auf, wenn ich hier spiele. Aber naja, ich habe es jetzt mal ausgeblendet. Ich habe es zwar vergessen, tut mir leid, aber ja. Aber wir müssten, glaube ich, jetzt bald eh durch sein. Ich glaube, so weit ist das gar nicht mehr. Wir fahren ja, glaube ich, nur 15 Minuten. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 10 Minuten am Fahren, kann das sein? Oder vielleicht 13 Minuten. Ich glaube, so weit ist das schon gar nicht mehr. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Hummelfeld ist die nächste Haltestelle. Und wir haben einen Haltewunsch bekommen. Und da steht jetzt, glaube ich, gar keiner mehr, wa? Oder kommt da jemand noch?
Naja, wir müssten jetzt eigentlich schon so ziemlich Ende des, dieser Linie sein. Einmal bitte aussteigen. Und weiter geht's. So. Dann wollen wir mal schauen, was die nächste Haltestelle ist. Und wir haben einen Haltewunsch. Das ist auch sehr gut. Dann können wir nämlich wieder anhalten. Wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht. Nico hatte irgendwie mir gesagt, der will mir irgendwie so ein... Der hätte irgendwie selbst so einen LKW erstellt. Und den sollte ich mal vorstellen. Vielleicht kommt demnächst mal ein Vorstellungsvideo. Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall Landwirtschaftssimulator. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche Version. Ob der 2015 oder 2017 meint. Auf jeden Fall, wenn ihr auch mal wollt, dass ich irgendwie so Mod-Vorstellungen oder sonst wie irgendwie sowas mache, dann schreibt es mal in den Kommentaren. Dann würde ich sowas sehr wahrscheinlich auch mal machen. Und da möchte auch einer einsteigen, ein Kind. So. Guten Abend. Guten Abend. Bleib mal schön Leco Mio. Mach ich auch noch den Blinker raus und der bleibt noch nicht mehr stehen. Was soll ich dazu noch sagen? Ah, da hinten ist schon der Fischenmarkt. Nordkamp kommt aber noch dazwischen, die Haltestelle. Und dann haben wir es auch schon geschafft mit der Linie 59. Ja, ich fahr scheiße, genau. Natürlich, beim Lotto habe ich den gewonnen. Selbstverständlich. So, und wir müssen nochmal hier lang. Hier ist aber echt sehr kurvig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben einen Halterwunsch. Das heißt, wir müssen hier noch anhalten. Genau. Alle aussteigen. Und weiter geht's. Ab zur letzten Haltestelle. Und wir haben natürlich einen Halterwunsch, wer hätte es gedacht, bei der letzten Haltestelle. Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal. Genau das meine ich. Warum? Ich bin normal um die Kurve gefahren, Leute. Oder mache ich irgendetwas falsch? So, ab zum Fischenmarkt. Man merkt doch schon, hier lägt es wieder ein bisschen mehr. Weil das hier wieder alles anspruchsvoller ist. Und da ist ein Kollege. Hoppala. Das war jetzt, weil ich die Hupe gedrückt habe und nicht aufgepasst habe. So. Und hier müssen wir jetzt halten, glaube ich. Hier muss ich sie alle rauslassen, aber ich muss noch da hinten fahren. Das finde ich gut, dass Omni Navigation mir das zeigt, damit ich die Scheiße auch abschließen kann hier. Weil Omsi macht das ja leider nicht. Das finde ich echt sehr schade. Da war es rot, aber ist egal. Kam eh keiner. Aha, guck. Okay, wir haben Status, alles okay, also wir haben alles richtig gemacht. So, stellen wir uns noch gut hier hin. Zack. Das war, glaube ich, schon ins Haltestellenschild. Jo, läuft bei mir. Alles klar. Egal. Diese blöde Feuerwehr. Wo ist die? Wo ist die? Komisch, ich sehe sie nicht und jetzt ist der Ton auch weg. Alles klar. Gut, das war's dann auch. Ich weiß noch nicht, welche Map wir als nächstes Let's Playen werden. Ich werde mir da aber mal eine ganz schöne aussuchen.
Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play von OMSI 2, der Onibus-Simulator. Tschüss! Ich hasse OMSI, Leute. Was soll das? Jetzt kann ich nicht mehr OMSI beenden. Alter Schwede. Hallo.